Und Hollenberg. Hollenberg, der Außenverteidiger mit der Nummer 3. Das sind ja ganz stämmige Burschen, alle so an die 1,90 Meter groß. Mit der Möglichkeit, das war genau nach 30 Spielminuten. Sie sehen, das war knapp. Und Toni Schumacher hätte da Probleme gehabt. Es ist klar, man kommt ja als Torwart da sehr schwer weg auf diesem schneebedeckten, glatten Boden. Unmittelbar nach diesem Schuss von Holmberg geht es weiter mit zaghaften Versuchen des FC, der eigentlich in der gewohnten Aufstellung spielte, also auch mit Klaus Allofs, der hier am Ball war. Littbarski, Geilenkirchen. Und das war das Rezept, kontern. Und das ist das 1:0 für den 1. FC Köln. Praktisch der erste geglückte Angriff. Allofs, Littbarski, Geilenkirchen. Und da macht Torwart Kalleberger einen Fehler, als er hier stockt, nicht energisch weiterläuft. Und so hat Geilenkirchen die Chance, den Ball an ihm vorbei ins Tor zu setzen. Das war das 1:0, 31. Spielminute. Die Antwort der Schweden war klar. Verbissene Angriffe. Holmberg gegen Uwe Bein. Andersson, Mannschaftskapitän und einer der gefährlichsten Leute im Mittelfeld. Oh, da hätte er selber probieren sollen. Und Toni Schumacher reagiert richtig, hat vielleicht auch ein bisschen Glück. Es bleibt bei dieser überraschenden und auch wohl glücklichen 1:0-Führung des 1. FC Köln. Zur zweiten Spielhälfte hatte der Schnee nachgelassen und die Schweden verstärkten den Druck. Die Mannschaft des 1. FC Köln eine Viertelstunde lang praktisch nur in der Abwehr. Und dann die Riesenmöglichkeit für Olsson. Steiner ist da. Noch einmal Olsson. Da irrt der Toni draußen rum, wehrt ab. Noch einmal Steiner. Oh, das war's. Das war die Chance zum Ausgleich für Hammarby. Nun der Versuch von Klaus Allofs. Ball halten, bis einer in Stellung gelaufen ist. Das ist Littbarski, der sich als einziger da vorne herumtrieb. Allofs, Geilenkirchen stießen immer mit nach vorne. Littbarski, dann in dem Fall Geilenkirchen und Allofs. Aber Kalleberg mit der Hand am Ball. Das war eine Riesenmöglichkeit auf der anderen Seite, eben für die Kölner, auf 2:0 zu erhöhen. Glänzende Reaktion von Rogers Kalleberg im Tor der Stockholmer Mannschaft. Aber das war es dann zunächst auch schon. Hammarby spielte sehr, sehr schnell, erhöhte das Tempo, natürlich auch den Druck auf das Kölner Tor. Und die Kölner standen in der Abwehr unter gewaltigen Belastungen. Olsson. Wieder Olsson mit der Nummer 10. Der nun schon innerhalb von wenigen Minuten dreimal die Möglichkeit gehabt hatte, ein Tor zu erzielen. Steiner kurz am Boden und verletzt, kann aber gleich wieder weiterspielen. Die Schweden wechseln noch einmal. Lundin kommt für Turesson in den Angriff. Da haben sie die Möglichkeit von Olsson noch einmal. Da rutscht er wirklich nur knapp am Ball vorbei. Es war schon erstaunlich, dass trotz der Bodenverhältnisse in der zweiten Spielhälfte immer noch ganz guter Fußball zustande kommen konnte. Für den FC Köln immer wieder Geilenkirchen, meist über den rechten Flügel. Sehr zielstrebig geht er da zum Tor, versucht's. Das war ein Plus der Kölner Mannschaft. So hatte er auch das Tor, das Führungstor, erzielen können. Die Schweden. Wieder mit Andersson, gegen den Stefan Engels einen schweren Stand hatte. Eckstoß. 70 Minuten gespielt. Immer noch der Spielstand 1:0 für Köln. Eckstoß Hammarby. Die Bedingungen jetzt besser, weil es wenigstens nicht mehr schneite. Aber nun den Boden, den sehen Sie. Johansson, Uhlbeck mit der Nummer 6. Und dann ist der Ball im Tor und der Torschütze heißt Holmberg mit der Nummer 3. Der Ausgleich, 70. Spielminute, verdient, muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt. Denn die Schweden hatten doch gerade in der zweiten Hälfte sehr, sehr viel Druck und Tempo gemacht. Und wie sie auch gesehen hatten,
einige ganz dicke Chancen gehabt. Im Fallen befördert Holmberg den Ball noch an Schumacher vorbei ins Netz, der Ausgleich. Und nun war natürlich klar, dass die Schweden es weiterhin mit ihrem Tempo, mit ihrem Druck versuchen. Eriksson, der alles in allem gefährlichste Stürmer mit der Nummer 11. Dennerby. Und da geht der Ball vom Pfosten ins Aus. Die Schweden wollten einen Eckstoß haben. Der Pfosten hatte gerettet. Nein, Schiedsrichter. Bridges hatte die Partie jederzeit ganz klar in der Hand. Sie sehen es noch einmal. Die Chance für Dennerby. Na, im Kameraschwenk war es nicht klar zu erkennen, aber der Ball ging vom Pfosten ins Aus. 10 Minuten noch zu spielen. Köln kommt nur zu ganz kläglichen Versuchen, Entlastungsangriffe aufzubauen. Fehlpass von Alofs und der bringt die Schweden wieder im Ballbesitz. Es spielte jetzt praktisch nur noch Hammarby. Johansson hatte hier geschossen. Und die Möglichkeiten häuften sich. Die Mannschaft des 1. FC Köln schwer unter Druck. Jansen kommt inzwischen, der Junge, für Bein ins Spiel. Da sehen Sie noch einmal den Schuss von Johansson. Und dann ein Eckstoß, 1,5 Minuten vor dem Ende der Partie. Und dann ist wieder Holmberg da, der Spieler mit der Nummer 3. Erzielt die 2:1-Führung für Hammarby. Und das ist zugleich natürlich auch der Endstand. Mit einer knappen 1:2-Niederlage fahren die Spieler des 1. FC Köln wieder nach Hause. Aber da bleiben natürlich noch die Möglichkeiten, das im Rückspiel bei besseren Bodenbedingungen hoffentlich zu korrigieren. Holmberg der Torschütze. Und mit diesem Ergebnis 2:1 Hammarby gegen den 1. FC Köln. Und noch einmal der Wiederholung des Tores durch Holmberg darf ich wieder zurückgeben ins Rheinstadion zu Klaus Schwarze. Und wir haben noch einen ganz kleinen Augenblick Zeit, meine Damen und Herren. Wir stehen gleich hier am Aufgang, aus dem die Mannschaften wieder erscheinen müssten. Und das tun sie jetzt im Augenblick. Deswegen will ich mich kurz fassen und gebe lieber sofort weiter an Herbert Waskin. Vielen Dank, Klaus Schwarze, der heute den schlechteren Job erwischt hat. Da unten ist es nasskalt. Und wenn wir eben die Bilder aus Stockholm gesehen haben, dann fällt uns sicherlich allen ein Schneeballspiel in Liverpool ein, als der 1. FC Köln einmal dort unverrichteter Dinge erstmal wieder nach Hause gehen musste, weil der dänische Schiedsrichter Hansen wegen Schneefall sein Spiel es gar nicht anpfiff. Aber jetzt zurück zu diesem Spiel. Hier kommen die Reservespieler der Gladbacher vorne. Haben wir gerade Winkold gesehen. Hier ist Jupp Heynckes, der sicherlich zufrieden ist mit dem Resultat. Da Valdano, der lange Argentino, 1,88 groß. Hier der kleine, mit Verlaub, Frank Mill, normal groß, 1,76. Am Mittelpunkt steht jetzt Schiedsrichter Luigi Agnolin, von dem ein Kollege gerade beobachtet hat, dass er seine Einlagen aus den Fußballschuhen entfernt hat. Die haben ihn wohl behindert, die sind vielleicht ein bisschen aufgeweicht und nass geworden. Borussia Mönchengladbach hat Mittelanstoß, soweit wir sehen, in derselben Besetzung wie während der ersten 45 Minuten. Und die zweiten 45 Minuten laufen. Auch bei den Madrilenen noch kein frischer Mann zu sehen. Auch der vermutete Butragueño nicht. Die haben ja noch zwei Stürmer auf der Bank. Santillana, der fast ein Jahrzehnt der Mittelstürmer Spaniens war. Und auch Juanito. Das ist Herlofsen, der Norweger. Netter Kerl, Angler im Ausgleichssport. Kriens. Abstoß. So, liebe Zuschauer, ich hoffe, die zweiten 45 Minuten machen Ihnen jetzt von Anfang an Freude. Eben war es ja erst so in den letzten 10, 15 Minuten richtig spannend und mitreißend. 2:0 führt Borussia Mönchengladbach. Ich sage das nochmal. Durch die Tore von Mill in der 36. Minute nach schönem Zuspiel von Kriens und durch ein Eigentor
für das Salgueiro der Vorstopper verantwortlich war, nachdem Rahn den Ball nicht richtig getroffen hatte. Und bitte auch noch mal ein kurzes Wort an die, die eigentlich heute Abend ein ganz anderes Programm erwartet haben. Liebe Zuschauer, haben Sie Verständnis dafür? Ich bin ganz sicher, die meisten unserer Kunden wollen heute Abend Borussia gegen Real sehen. Und Sie, die heute vielleicht ein bisschen sauer sind auf uns, werden ja auch noch zu Ihrem Recht kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das ist Michael Fronzek, einer der Aktivposten der Borussia im ersten Durch. Mill. Diese Kopfbälle als Aufsetzer, die kriegen natürlich Fahrt auf dem nassen, glatten Rasen. Cendo. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Ja, das hätte fast gepasst. Kapitän Hans-Günter Bruns, der Libero, der oft mit nach vorne ging im ersten Durchgang. Aus, signalisiert der Linienrichter, aber der Schiedsrichter hat gepfiffen. Doch. Freistoß für Real, sagt Schiedsrichter Luigi Anolin. Camacho wird treten. Olisude. Cendo, im Moment der letzte Mann bei Real. Abseits. Ja, Herr Camacho und auch Sanchez regen sich da auf. Das war korrekt. Oh, Señor Sanchez, das ist definitiv eine Spielpause. Denn er hatte bereits eine gelbe Karte. Das heißt dann auch keine Fernseh-Live-Übertragung nach Mexiko. Der weit einwerfen kann. Alles nicht so schlimm, meint Frankie Mill. Spitzer Winkel zum Tor. Das ist wieder eine Freistoßgelegenheit für Michael Fronzek. Versuchte so einen Kopfballwischer, vielleicht haben Sie es gesehen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, einmal hier nochmal. Göttlich. Die sollte auch wirklich jetzt eingehalten werden. Und dann hat auch Uwe Rahn noch die Riesenchance, aber das war natürlich schwer, mit der Brust etwa zu stoppen oder so. Aber der Uwe Rahn hat noch nicht wieder diese Riesenform. Sie erinnern sich an seinen tollen Einstand beim Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel Schweden gegen die Bundesrepublik in Köln. Aber kämpfen, das tun sie alle, die Borussen, und sie führen auch nach 51 Spielminuten mit 2:0. Das ist Cordillo.
Abstoß. Schade, dass Uwe Rahn der Ball ans Knie sprang. Hauteng, die Zweikämpfe zwischen Hannes und Sanchez. So, Luis Molovny, der Coach von Real, scheint nun doch zu reagieren. Er wird den eben schon mehrfach erwähnten Emilio Butragueño bringen, der sich schon warm macht. Sie können es im Moment noch nicht sehen. Weg damit, vorher gepfiffen, weil sich da Valdano regelwidrig eingesetzt hatte. Freistoß für Borussia, das ist Gordillo. Ja, hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Na? Nee, das war das nicht. Da war schon gepfiffen. Da vorher ein Foul von Valdano, hier beim Mitchell im Bild. Entschuldigung, da kam die Zeitlupe ein bisschen zu spät. Bleiben wir lieber live beim Spiel. Hannes. Herlofsen. Einwurf für Weiß. Borowka, der kann weit einwerfen. Hannes, Abstoß. Nein, Eckball. Bisschen missverständlich die Gestik von Schiedsrichter Anolin. Eckstoß von der rechten Seite. Hans-Günther Bruns wird treten. Mit links. Tor! Uwe Rahn! Schön gemacht, wie da Hannes diesen Eckball von Bruns per Kopf verlängert. In der 55. Minute, hier sehen wir es nochmal. Bruns Eckstoß verlängert vom Hannes. Und noch ein Kopf, das Goldköpfchen, Uwe Rahn. Ja, das wird ihm sicher Auftrieb geben. Dem 23-jährigen Mittelfeldspieler der Borussia. Und noch eine Zeitlupe, weil es so schön war. Das haben die x-mal trainiert, gestern noch. Und Cendo steht auf der Linie und kann es überhaupt nicht fassen. 3:0, meine Damen und Herren. Das ist allerdings jetzt doch schon ein klasse Vorsprung für die Borussia, den man möglicherweise auch braucht. Denn Real auswärts und Real zu Hause, das ist ein himmelweiter Unterschied. Das hat im letzten UEFA-Pokal zum Beispiel Inter Mailand zu spüren bekommen. Mill! Oh, jetzt ist aber Musik drin hier bei Schneegestöber im Rheinstadion. 3:0. Da haben sie es noch mal genau zum Mitschreiben. Fronzek hier noch mal in der Wiederholung. Und Frank Mill. Eckball
von Ewald Lienen. Der vierte für die Borussia. Und volles Risiko. Das kann er ja, der Hans-Günter Bruns. Eine prächtige Stimmung im Düsseldorfer Rheinstadion. 3:0 führt Borussia Mönchengladbach. Der vierte der Bundesliga gegen den Spitzenreiter der ersten spanischen Division. Den berühmtesten Club Europas. Mitchell. Ja, inzwischen sehe ich auch, da haben wir ja, kennen Sie den noch? Das ist Santillana. Carlos Alonso González, so heißt er eigentlich. Die meisten Spanier haben ja sogenannte Sportnamen. Die heißen gar nicht so, wie ich sie den ganzen Abend hier nenne. Aber so kennt sie jedes Kind in Spanien. Denn nur so werden sie als Sportler bezeichnet. Und der, den Sie eben sahen mit der 15, ist Santillana. Das ist Hans-Jörg Griens. Jetzt läuft die Angriffsmaschine der Borussia. Handespass, Kriens, Tor, super, Uwe Rahn. Oh, jetzt kriegen die Madrilenen eine Packung, wenn das so weitergeht. 4:0. Bilderbuchkombinationen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir es nochmal. Hannes passt in den freien Raum. Der lange Kriens. Und völlig frei. Und da versucht Maceda abseits zu reklamieren. Er weiß selber, dass das nicht stimmt. Zweites Tor von Uwe Rahn. Der am Anfang Schwierigkeiten hatte. Und jetzt ist er plötzlich voll da. Zugabe, Zugabe. Fordern die Zuschauer hier, die ja diese schöne Zeitlupenwiederholung mit dem Abschluss von Rahn nicht sehen konnten. Freistoß für Mönchengladbach. Oh, der Erlofsen kann einstecken. Borowka, Chris geht mit. Und Bruns. So, Spiel wird unterbrochen. Erste Auswechslung bei Real. Und zwar geht Maceda, der lange Libero von Sporting Gijón. Und dafür kommt ein Stürmer, nämlich der eben schon erwähnte Emilio Butragueño. Und da
damit also drei Angriffsspitzen jetzt im Spiel von Real, bei denen es natürlich jetzt nur darauf ankommt, vielleicht noch das ein oder andere Gegentor zu erzielen, um noch eine geringe Chance fürs Rückspiel zu haben. Klinen. Hannes. Ocho Terena. Valdano. Wieder Lienen. Gefällt mir gut jetzt im zweiten Durchgang. Frank Mill gegen Cendo. Viel schneller als der Spanier. Und Greens etwas zu spät gegen Ocho Torena. Mitchell, sicher einer der Besten bei Real. Jupp Heynckes könnte ein bisschen freundlicher gucken, aber innerlich, da wird er auch schon, ich will nicht sagen jubilieren, aber ein 4:0 nach einer guten Stunde Spielzeit, das wird auch Jupp Heynckes nicht erwartet haben. Starke Steigerung der Borussia nach schwachem Beginn oder umgekehrt nachlassen der am Anfang sehr diszipliniert, konzentriert verteidigenden Madrilenen. Sanchez war sehr fleißig, kann man nicht anders sagen. Freistoß für Real. Gefährliche Entfernung, 25 Meter. Und Gallego im Moment der letzte Mann, der Spielmacher. Schöner Pass auf Camacho. So, der Linienrichter, Sie sehen das nicht signalisiert. Schiedsrichter Anolin, dass die Spanier noch einmal auswechseln wollen. Aber das Spiel läuft erstmal weiter. Jetzt pfeift er. Jetzt hat er es gemerkt. Und nun geht Martin Vazquez, der eigentlich, da haben wir ihn, einer der Junioren im Team von Real, 20 Jahre, kommt auch aus Castilla, dem Zweitliga-Ableger. Und es kommt Carlos Alonso González Santillana, der 33 Jahre alt ist, 56 Länder.